Wir haben ja heute zwei Organisationen hier. Einmal Rettet das Huhn, die Initiative, und Germaid als Vertreterin für Hof Butenland. Ne? Hof Butenland. Und jetzt möchten die eine Dame, glaube ich, die zwei Damen wollen etwas euch erzählen, was sie denn so tun, was ihre Initiative ist, und ja, bitteschön. Guten Abend, liebe Freunde. Trotz des Wetters und der kalten Jahreszeit sind auch wir selbstverständlich hier für die Initiative Rettet das Huhn vertreten. Wir, das sind meine Freundin Steffi Lapp, die hier neben mir steht, und ich, Jenny Breit. Wir sind beide das Niedersachsen-Team von Rettet das Huhn. Ich sage, dass wir selbstverständlich hier vertreten sind, weil eine geplante Mahnwache wie diese hier, eine Initiative wie der unsrigen, die aktiv Tierleben rettet, wohl kaum mehr aus dem Herzen sprechen könnte. Damit ihr versteht, was ich mit aktiv Tierleben retten meine, ist es nötig, dass ich kurz die Initiative Rettet das Huhn vorstelle. Wir sind eine private, bundesweite Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ehemalige Hochleistungslegehennen in Absprache mit den Betreibern an Privatpersonen zu vermitteln, wo sie ein artgerechtes und selbstverständlich schlachtfreies Zuhause erwartet. So können wir jährlich zwischen 5.000 und 6.000 Hühnerleben retten. Dies in den vergangenen Jahren bereits über 25.000 gerettete Hennen, die keinen sinnlosen Tod im Schlachthaus sterben mussten. Im Vergleich dazu, es fristen jährlich ca. 45 Millionen Legehennen ein trauriges Dasein in Massentierhaltung, ausgebeutet zum Eierlegen. Dagegen wirkt die Anzahl der von uns geretteten Tiere sicher wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Allerdings geht es uns von Rettet das Huhn um jedes einzelne Leben, jede einzelne Seele, der wir noch ein Leben nach der Ausbeutung durch den Menschen bieten können. Mehr über unsere Botschaften und Ziele werdet ihr jetzt von Steffi erfahren. Ja, Jenny hat es ja schon gesagt, also ungefähr 45 Millionen Legehennen leben in Deutschland in den unterschiedlichen Massenhaltungssystemen, in Bodenhaltung, Freilandhaltung, der geringste Teil in Biohaltung. Ganz egal, welche Haltungsform es ist in allen Fällen eine Ausbeutung der Tiere. Und auch in allen Haltungssystemen, also auch in der Biohaltung, werden die Hennen nach einem Jahr entsorgt. Es gibt für die Tiere keine weitere Verwendung, man kann das Fleisch nicht essen, es ist ohnehin so gut wie nichts mehr dran an den Hennen. Die gehen eventuell noch ins Tierfutter, ein großer Teil davon ist aber einfach reiner Müll. Das sind 45 Millionen Hennen, die haben einen Wert, oder man könnte eigentlich sagen, einen von wenigen Cent pro Huhn, was sie noch an Schlachtpreis den Betreibern bringen. Das bedeutet, dass die Transportkosten dieser Hennen zum Schlachthof meist mehr verschlingen, als dann die Hennen überhaupt noch an Wert haben. Das ist dann genau der Punkt, an dem unsere Initiative eingreifen kann. Das heißt, wir übernehmen diesen Müll, in Anführungszeichen, diese Hennen, die eigentlich nur noch weggeworfen werden würden. Wir bekommen die kostenlos von den Betreibern in Absprache. Wir holen sie also nicht illegal aus den Ställen und suchen Privatpersonen, die diese Hennen aufnehmen und ihnen noch ein Leben ermöglichen. Ein Leben, was die Tiere vorher niemals gekannt haben und auch ja, der Rest dieser 45 Millionen niemals kennenlernen. Die Hühner, die wir also bekommen haben, nie in ihrem Leben die Sonne gesehen. Die sind vom ersten Tag, also direkt nach dem Schub, in Produktionsfabriken aufgewachsen, kommen in die Legebetriebe und dort endet dann eben auch ihr Leben im Schlachthof. Sie haben nie artgerecht in einer Gruppe gelebt. Sie leben mit etwa 9 Hennen auf einem Quadratmeter. Heutzutage freut man sich, wenn auf den Hühnern steht, Eier aus Bodenhaltung, als wäre es irgendwie was Tolles, schreiben das die Produktionsfirmen da drauf. Und Bodenhaltung bedeutet nichts anderes, als dass irgendwo in dieser Halle natürlich ein Boden vorhanden ist,
Darüber gibt es aber Gittersysteme, genau wie vorher in der Käfighaltung, nur dass die einzelnen Käfige darunter dazwischen weg sind, zwischen den Hühnern. Und wenn man zwei oder drei Systeme übereinander stapelt, dann kann man auf einem Quadratmeter Bodenfläche plötzlich 18 oder auch 27 Hennen pro Quadratmeter Bodenfläche halten. So kommen die Hennen raus. Wir retten ca. 6.000 im Jahr. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wir können nichts anderes tun, als auf das einzelne Huhn zu gucken, auf das einzelne Leben, das wir retten können. Und das ist ganz egal, ob es ein Huhn ist, ein Schwein, eine Pute, eine Gans, ein Kaninchen oder ein Mensch. Jedes Lebewesen hat nur sein eines einziges Leben. Und jedes Huhn hängt an seinem Leben genauso wie wir. Ja, das führt natürlich, wir können das System nicht ändern. Wir nehmen aber, wenn ich ein Schwein, was für den menschlichen Bedarf, also was von den Menschen aufgegessen werden will, wenn ich in den Stall gehe und sage, ich befreie dieses Schwein, dann habe ich natürlich nichts gewonnen, denn dann kommt ein Schwein nach, weil es ja für den Supermarkt gebraucht wird. Die Legehennen werden aber nicht gebraucht. Die werden ein Jahr gebraucht, damit sie Eier legen, danach werden sie weggeschmissen. Die werden weggeschmissen, die braucht man zu nichts. Und dann nehmen wir sie. Wir nehmen sie ja erst, nachdem sie dieses furchtbare Jahr hinter sich haben. 45 Millionen, das habe ich ja gerade gesagt, die werden nicht mehr gegessen, an denen ist nichts mehr dran. Die sind vollkommen ausgemerzt. Die aus den Biohaltungen, die können vielleicht noch zu Suppenbrühe verkocht werden. Aber der ganz, ganz große Teil wird einfach geschlachtet und dann weggeschmissen. Und das heißt, da nehmen wir die Hühner. Sonst würde es natürlich keinen Sinn machen. Sonst würde ich ein Tier retten und das andere käme nach. Aber das ist wirklich Müll. Es kommt natürlich wieder nach, ob wir die retten oder nicht. Natürlich, das sage ich ja, wir können am System nichts ändern. Ich kann aber aufs einzelne Huhn gucken und sagen, ich rette jetzt dein Leben. Ich kann auch zu Hause sitzen und weinen und verzweifeln oder die Augen zumachen und nicht mehr dran denken, wie furchtbar es ist. Ich kann ja aber auch auf den Weg gehen und eine Stelle finden, wo es sinnvoll ist und wo ich einzelne Tiere retten kann, solange das System so ist und ich nichts weiter tun kann. Ja, ich bin sehr froh über diese Frage, die gerade gestellt wurde, denn ich finde gerade daher ist es wichtig, dass, oder uns von Rettet das Huhn so wichtig, dass diese Missstände publik gemacht werden, dass Leute informiert werden, aufgeklärt werden und wir möglichst viele Menschen erreichen, gerade auch durch solche Veranstaltungen wie heute. Und dass die Menschen wissen, unter welchen unwürdigen Verhältnissen unsere Tierfreunde leben müssen, wenn man denn von Leben reden möchte. Da der Mensch glaubt, ein Anrecht darauf zu haben, die Tiere so zu halten. Nur ein genaues Hinsehen und ein genaues Hinterfragen, wie das eben auch gerade passiert ist, kann eigentlich bewirken, dass ein Umdenken geschieht. Auch ist es nicht mehr möglich, sich nicht über sein eigenes Konsumverhalten Gedanken zu machen. Denn man darf niemals vergessen, dass Massenhaltungen auch zu Massentötungen führen. Wie es den Tieren bei einem solchen Leben geht, hat Steffi in einem wunderschönen eigenen Gedicht zusammengefasst, mit dem wir jetzt unseren Vortrag hier abschließen möchten. Ja, ich habe es mal geschrieben, das ist schon länger her, das war schon 2001, glaube ich, da gab es noch Batteriehaltung, da hatte ich die ersten geretteten Hennen noch aus einer Legebatterie. Unwertes Leben, Gedanken einer Legehenne, eine unter 50 Millionen versklavter Legehennen in Deutschland. Ich spüre meine Flügel in der Enge meines Käfigs. Ich kann sie kaum bewegen, sie sind steif und tun mir weh. Sie wecken in mir die unerträgliche Sehnsucht, etwas zu tun, was ich nicht kann und von dem ich nicht weiß, was es ist. Ich spüre die Gitter unter meinen wunden Füßen. Ich stehe darauf, am Wachen und im Schlaf. Ich kann keinen Schritt tun. Es gibt kein Entkommen aus dem Gefängnis und meiner Einsamkeit. Und Stunde um Stunde um Stunde meines Lebens quält mich der rastlose Drang, etwas zu tun, was ich noch niemals getan habe und von dem ich nicht weiß, was es ist. Ich sehe das halbdunkle Licht und die Gitter. Es ist immer gleich. Tag und Nacht gibt es nicht.
Die warme Luft, die ich atme, ist stickig. Die Geräusche sind laut und oft habe ich Angst. Ich spüre meine Haut. Sie ist kahl, fast ohne Federn. Sie kommt mir taub und leblos vor. Sie fühlt nichts anderes als die Kälte der Kirche. Die erdrückende Leere, die mich ständig umgibt. Und ich sehne mich endlos danach, etwas zu fühlen, was ich noch niemals gefühlt habe und von dem ich nicht weiß, was es ist. Ich spüre meinen Schnabel und das immer gleiche Futter. Ich fresse und fresse, doch ich werde niemals satt. Denn auch hier spüre ich nur das gähnende Verlangen nach dem, was ich bräuchte und von dem ich nicht weiß, was es ist. Und ich spüre die tausenden Seelen der anderen, die hier mit mir sind, verloren im Nichts. Ich spüre ihre Angst und ihren Schmerz und ihre Sehnsucht nach dem, von dem ich nicht weiß, was es ist. Nach der Rettung. Gedanken einer von 800 geretteten Wegerinnen in Freiheit. Heute kenne ich kühles Gras unter meinen Füßen, auch weiche Späne und warmen Sand. Ich scharre in der Erde und weiß, wonach ich suche. Ich kann Picken und Würmer fressen. Ich kenne Käfer und Löwenzahn. Meine Flügel können schlagen, einfach nur aus reiner Lust. Im warmen Sand kann ich sie ausbreiten und darin baden. Ich spüre die Haut und den Sand auf meiner wohligen. Ich spüre die Sonne und den Sand auf meiner wohligen Haut. Manchmal bleibe ich einfach so liegen. Ich strecke mich aus und mache die Augen zu. Die Sonne wärmt mich und in mir herrscht Ruhe. Und fast vergesse ich, dass es nicht immer so war. Ich kenne auch Menschen, die sprechen mit mir. Sie bringen mir Futter und manchmal berührt mich sogar ihre Hand. Ich kenne Kinderlachen und freundliche Worte. Und ich kenne eine Katze, einen Hund und einen Schatz. Ich weiß, an welchem Platz ich am liebsten mein Ei liege. Und ich weiß, dass ich stolz sein darf. Dann gackere ich und spüre meine Stimme. Bald kommt ein Mensch und ist mir dankbar für mein Ei. Und am Abend suche ich mir einen Schlafplatz. Und ich spüre die Wärme der Hühner neben mir. Ich weiß jetzt, wie es ist, wirklich fest zu schlafen. Denn ich bin müde vom Laufen, vom Scharren, vom Picken, von der Sonne und von der frischen Luft. So schlummere ich ein und spüre in mir Frieden. Und ich weiß, morgen früh geht die Sonne auf.